So, theoretisch zeichnet der das jetzt auf. Ja, tut er. Verrückt. Dann hole ich mir das Zoom-Ding hier vor und schalte mal auf meine Folien. Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Design Pattern Sommersemester 20 in Corona-Zeiten. Mein Name ist Albert Zündorf. Die meisten, hoffe ich, kennen mich. Ich bin Leiter des Fachgebiets Software Engineering und ihr hört bei mir typischerweise eben PM und Software Engineering 1 oder Software Praktikum nennt sich das jetzt. Verrückt. Und prinzipiell läuft diese Design Pattern Veranstaltung immer parallel zum Software Praktikum. Ich bin relativ unglücklich damit, aber wir wissen nicht genau, wie man es schöner machen soll. Das ist so ein Henne-Ei-Problem. Viele der Dinge, die ich jetzt hier in Design Pattern erkläre, bräuchte man eigentlich, wenn man das Softwaretechnik-Praktikum oder SE1 macht schon, weil wir da viele von diesen Dingern, die wir hier erklären, einsetzen. Umgekehrt sind Design Pattern so konstruiert, dass die Probleme lösen, die man erst bei größeren Softwareprojekten hat, so Wartungsprobleme, die auch erst in Teamprojekten entstehen. Und wenn man noch nie ein Teamprojekt gemacht hat, versteht man nicht, wofür diese Lösungen gut sind. Das heißt, also damit man SE1 gut machen kann, braucht man vorher Design Pattern und damit man Design Pattern machen kann, braucht man vorher SE1. Und ich kann diesen Konflikt leider auch nicht ordentlich auflösen. So, prinzipiell, worum geht es bei Design Pattern? Ich überspringe mal erstmal. Design Pattern haben eigentlich das Ziel, die richtigen Umgang mit objektorientierter Programmierung zu erklären. Also wie, wann benutze ich Vererbung und warum und wofür und wann lasse ich es besser sein. Das ist so ein Ziel, was Design Pattern machen. Ein Punkt, der mir in den letzten Jahren aufgefallen ist bei Design Pattern, ist, bis jetzt haben wir in PM und SE1 im Wesentlichen gelernt, ein Datenmodell zu entwickeln anhand der funktionalen Anforderungen, die wir haben. Ne, wir haben so Klassen gebaut und immer dann, wenn wir irgendwie sagten, was war jetzt irgendwie für dieses Picknick, das wir da hatten, dieses Go Dutch Barbecue oder dieser gemeinsame Einkaufsliste, da hatten wir im Prinzip solche Dinge für unser Datenmodell. Klassen, Teilnehmer, irgendwie Kontostände und solche Dinge hatten wir modelliert. Und das war rein die Struktur, die wir hatten, aus den Anforderungen unserer Funktionalität begründet. Design Pattern machen Vorschläge für Programmstrukturen, die deswegen gut sind, weil sie die Teamarbeit und die Wartung vereinfachen. Das heißt, wir bauen jetzt unsere Programme so, dass es leicht wird, sie später um neue Funktionalität zu erweitern. Das ist eine ganz andere Art von Anforderung. Wir wollen eine gute Änderbarkeit erreichen, eine gute Erweiterbarkeit erreichen, und wir wollen eigentlich auch die Programme so flexibel haben, dass möglichst der Benutzer die umkonfigurieren kann, ohne dass wir als Programmierer jedes Mal anrücken müssen, wenn da irgendwie was Neues dazukommt. Und dafür gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von architektonischen Kniffen, wie man das hinbekommt. Und die wollen wir im Großen und Ganzen hier kennenlernen. Okay, vorweg ein paar organisatorische Dinge. 4 SWS-Vorlesung. Im Wesentlichen wird es so sein, dass ich dienstags hier um 4 Uhr immer so ein Zoom-Meeting mit euch mache. Und möglichst viele von euch haben ein Kamerabild oder wenigstens, Jan hat wenigstens ein Standbild, ist ja auch schon mal was. Ne? Zur Not kommt mit dem Smartphone noch zusätzlich rein, damit man irgendwie Bilder sieht von den Leuten. Ich brauche ein bisschen das Feedback von euch, sonst kann ich diese Vorlesung nicht vernünftig halten. Kriege ich auch nicht richtig mit, wenn ihr was nicht versteht, wenn ich was schlecht erklärt habe. Das ist für mich persönlich jetzt als Vortragenden wahnsinnig wichtig, dass ich euer Bild sehe. Und wir können dann eben auch mal so Rückfragen machen, was eben der Vorteil ist von so einem Zoom-Meeting im Vergleich zu, wenn ich einfach nur ein Video aufnehme oder wie ich spiele das Video vom letzten Jahr ein. Ne? Wir machen einen Broadcast, ein Video von der Vorlesung auch, wo im Wesentlichen der Teil, den ich an meinem Rechner sehe und meine Stimme aufgenommen wird.
Ne, also nur mein Bildschirm oder das, was ihr seht bei euch, wo Albert Zündorf steht. Der Teil, der wird auf dem Video aufgezeichnet. Eure Fotos werden alle nicht aufgezeichnet und eure Videos werden nicht aufgezeichnet. Und in der Vorlesung ist es sogar so, dass nicht mal euer Voice aufgezeichnet wird. Das heißt, ihr könnt mich hier übel beschimpfen, ich habe keinen Beweis. Ne? Gar kein Problem. Sodass ihr jetzt also keine Angst haben muss, dass irgendwie seine Vertraulichkeit verletzt wird. Und der Unterschied zwischen dem aufgenommenen Video, das man sich nachher irgendwie verspätet angucken kann, und dieser Zoom-Session ist eben, dass ihr die Möglichkeit habt, eben auch mal was zu fragen. Ne? So, und jetzt mal alle die Hand heben, die das verstanden haben. Ja. Die, die das nicht haben, ihr könnt unten auf Teilnehmer klicken und da kann man Hand heben und solche Dinge. Wir üben das alle dann typischerweise nochmal ein Stück weit. Ne? Und ja, und klatschen und Daumen hoch finde ich auch während der Vorlesung immer super. Gut, es gibt keine richtige Übung. Ne? Und tatsächlich wird die Vorlesung jetzt heute das erste Mal ein bisschen länger dauern, aber später eher kürzer werden. Die Hausaufgaben und die Prüfung zu diesem Vorlesung ist, das ist ungefähr jede Woche. Wir werden so immer einen Daumen gepeilt 12, 13 Hausaufgaben bekommen, die jeweils so aussehen, dass ihr was programmieren müsst. Ich erkläre einen Design-Pattern und ihr baut ein kleines Programm mit Hilfe dieses Design-Patterns. Und tatsächlich werden wir das sogar so machen, dass diese Design-Pattern lösen ja so Wartungs Probleme. Das heißt, man kann ein Programm, das man mit so einem Design-Pattern gut konstruiert hat, leicht um neue Dinge erweitern. Das muss man auch einfach mal durchprobieren. Das heißt, wir bauen so ein Programm in der ersten Ausbaustufe, committen das bei Git und machen dann eine Erweiterung und messen mal, wie viel Aufwand ist diese Erweiterung in Lines of Code oder in anderen Dingen, um zu sehen, das geht tatsächlich relativ leicht. Ne? So. Herzlich willkommen nochmal, denen jetzt neu dazugekommen sind. Wir haben jetzt nochmal so 4, 5 Leute mehr in dem Ding, sind soweit 20 Teilnehmer. Das ist auch so ungefähr, na, ich hätte nochmal so 10 mehr erwartet. Müssen wir mal gucken. Haben wahrscheinlich nicht alle richtig den Zoom-Link gefunden. Kriegen wir über die Dauer noch hin. Was ich gerade erkläre, sind die Hausaufgabennummern. Jede Woche gibt es eine Programmierhausaufgabe, heute auch. Weiß ich gar nicht, welche das heute ist. Hausaufgabe 1. Delegation. Da müsst ihr im Prinzip so ein kleines Beispielprogramm schreiben und das Ganze dann bei Git Classroom hochladen. Da hier gibt es unten einen Link, kann man das sehen? Diese ganz unten in der Zeile, https classroom-github.com, da draufklicken. Wer hat schon mal mit GitHub Classroom gearbeitet? Fragt die anderen, wie das geht. Ne, die es noch nicht gemacht haben, da kommt prinzipiell ein Git-Repository, das können dann nur ihr persönlich und eure Betreuer, also in diesem Fall Adrian, der macht die Betreuung, und ich sehen eventuell Sebastian noch, müssen wir mal gucken. Und die Idee ist dann, dass wir das GitHub Classroom immer am Montag, wo habe ich das hingetan? Nee, am Freitag um 12 Uhr laden wir uns alle eure Repositories runter. Da gibt es einen großen Knopf bei GitHub Classroom. Öffnen jedes von euren Repositories mit unserem IntelliJ und lassen die JUnit-Tests, die da drin sind, laufen. Wenn da keine JUnit-Tests drin laufen, sind 0 Punkte. JUnit-Tests, die rote Balken werfen, 0 Punkte. JUnit-Tests, die nichts testen, 0 Punkte. Na, also wir gucken uns im Wesentlichen die Tests an, so ein bisschen die Programmstruktur. Und die Programme sind alle so simpel, dass man die auch ohne die Vorlesung zu hören natürlich hinkriegt. Keine gute Idee. Wir üben an dieser Stelle Design-Pattern. Und die verlangen so eine ganz bestimmte Programmstruktur, die ihr bitte haben wollt. Und das gucken wir auch an. Wer diese Programmstruktur nicht hinkriegt, 0 Punkte. Ha. Na, das sind die Dinge, die wir im Wesentlichen sehen wollen. Und wir lassen dann die Tests laufen, gucken uns an, ob die Programmstruktur ungefähr das ist, was wir erwartet haben. Und dann gibt es volle Punkte im Großen und Ganzen. Bei GitHub Classroom gibt es dann wahlweise so Issues, mit denen wir euch mitteilen, wie viele Punkte ihr bekommen habt. Dann kriegt ihr von GitHub eine Nachricht, dann seht ihr das. Oder
Seit neuestem gibt es so ein Pull-Request-Feature. Das ist noch viel cooler. Das probieren Adrian und ich diesen Freitag ab 12 Uhr aus und sehen dann, wie es am geschicktesten geht. Na, dafür mache ich dann mit Adrian eine lange Zoom-Session. Okay. Gucken wir uns alles gleich in Ruhe nochmal an. Jetzt haben wir dieses Organisatorische, glaube ich, im Wesentlichen. Genau, die ganze Klausur sind alles diese Hausaufgaben. Es gilt wie immer N-2 und wir machen das mit diesen progressiven Punkten, das war toll. Wie wir das in Microservices gemacht haben. Ne? Du kriegst für die erste Hälfte der Vorlesung, für die ersten 6 Hausaufgaben jeweils 10 Punkte, dann für die nächsten 3 40 Punkte und für die letzten 3 jeweils 80 Punkte oder sowas. Oder, damit ihr nicht hinten aufhört. Ne? Und man muss die Hälfte der Punkte kriegen. Ha, klar, ne? Die Hausaufgaben werden komplizierter mit jeder Zeit, deswegen gibt es hinten raus mehr Punkte. Ihr könnt nicht einfach so zwischendurch aufhören. Man darf N-2 Hausaufgaben verballern. Dann hat man eben, braucht man, ist gerade egal, ob ihr die abgibt vorne. Ne? Das überlege ich mir mit Adria noch nicht. Wir lassen euch dann willkürlich durchfallen, wenn wir das Gefühl haben, ihr macht nicht genug. Genau. Okay. Ich zeichne diese Vorlesung hier auf, aber eben nur genau das, was ihr für mich als meinen Screen hier seht und nur meine Stimme. Stell das hoch. Ist halt nicht so toll, wie live in dieser Zoom-Meeting teilzunehmen. Aber wenn man mal nochmal so ein Detail nachgucken muss, dafür ist das ganz gut. Okay. Fragen soweit? Ich sehe den Chat nicht, doch, ja, wir alle sind irgendwie glücklich. So, ha, Literatur muss man immer sagen. Das Wichtigste ist natürlich das Buch aller Bücher. Das empfehle ich in jeder meiner Vorlesungen, einfach weil ich einen Dollar Tantiemen kriege für jedes verkaufte Exemplar. Das muss man unbedingt haben, sonst kann man also gar keinen Fall diese Vorlesung bestehen. Das ist das Allerwichtigste. Es gibt das Originalbuch hier von Gammerhelm, Johnson, Flissedes. Ist ein Must-Have eigentlich, ne? Das muss jeder Informatiker haben oder jede Informatikerin. Könnt ihr ja mal in der Bibliothek die ja zu, super. Okay, also das ist das Originalbuch. Gammerhelm, Johnson und Flissedes, die haben sich den ganzen Scheiß ausgedacht. Es gab noch ein paar andere Teams von Siemens, die haben sich ganz ähnliche Bücher ausgebucht. Die waren 4 Wochen später dran. Deswegen geht aller Ruhm an Erich Gamma. Ne? Und Gamma ist einfach nur alphabetisch der Erste in dieser Autorengruppe. Deswegen kriegt der den ganzen Ruhm und die anderen haben genauso viel gemacht, aber über die redet nie einer. Ne? Also Erich Gamma ist im Wesentlichen der das hier entwickelt hat. Die Gammerhelm, Johnson, Flissedes sind zusammen die Gang of Four. Wenn man sich das nochmal merken möchte, das GOF, das GOF-Buch, die GOF-Design-Patterns sind im Prinzip das, was man hier auch nochmal als Referenz im Prinzip sagt. Das Buch ist ziemlich schlecht zu lesen. Also ich würde es mir vielleicht doch nicht kaufen. Was man machen kann, ist, man kann bei Wikipedia gucken. Und da dann irgendwie Design-Pattern, lass uns das doch mal tun. Entwurfsmuster. Eigentlich ist das Englischsprachige immer besser. Wenn ihr irgendwo guckt, nehmt immer die englischen Seiten. Ja, wunderhübsch. Das ist über das Buch insgesamt. Und dann lasst uns doch mal so ein Creational Pattern nehmen. Den Bilder, den finde ich total schön. Ne? Zu jedem Design Pattern. Das sind 23 Design Pattern. Am Ende der Vorlesung könnt ihr die gefälligst alle auswendig. Also mal wenigstens die Namen. Ist hier prinzipiell auch bei Wikipedia immer sehr gut beschrieben, wie die funktionieren. Ne? Und da kann man die genauso gut nachgucken, wenn man nochmal Hintergrundliteratur haben möchte. Das ist tatsächlich der Teil, der mit am besten beschrieben ist bei Wikipedia. Diese Design-Pattern-Beschreibungen, da sind genauso gut wie die im Buch. Ne? Das kann man genauso gut machen. Das ist eigentlich fast dasselbe. Okay. Das Ganze ist am Wachsen. Es gibt immer noch Leute, die sich über Design-Pattern sprechen, aber tatsächlich diese 23 sind die grundlegenden. Na, und das sind eigentlich, Erich Gamma sagt dazu immer, wenn er vorträgt, they pretty much got them all.
Das sind so die wichtigsten. Es gibt hunderte von Varianten und Detaildingern, die aber nicht wirklich viel Erkenntnisgewinn dazu liefern. Also die Grundtechniken, die man braucht im Leben, sind hier drin vollständig erklärt. So. Ich mache heute so einen etwas theoretischeren Teil. Im Wesentlichen werden die Vorlesungen dann so darstellen, dass ich ein, zwei Designpattern erkläre, was das Ziel ist und wie die so grob funktionieren. Eine Beispielaufgabe dazu erkläre, das ist dann die Hausaufgabe. Das wird so 20 Minuten dauern oder eine halbe Stunde, nicht viel länger. Und dann habt ihr relativ viel tatsächlich Zeit, das in der Programmieraufgabe zu lösen. Und dann, da ist der Hauptaufwand bei dieser Vorlesung. Und dabei lernt man es dann auch. Was ist eigentlich der Sinn und Zweck dafür? Dafür muss man es so ein bisschen in zwei Stufen machen, ne? Erstmal so ein Grunddesign und dann so eine typische Erweiterung. Der Clemens hatte das schon mal versucht, in PM so ähnlich Hausaufgaben zu konstruieren. Wir werden das nicht so strikt machen, dass wir erwarten, da gibt es ein Check-in oder noch ein Check-in. Oder vielleicht doch, muss ich mal mit Adrian auskaspern. Besprechen wir gleich mal bei der Hausaufgabe. Eines der typischsten Design-Pattern ist das Composite-Pattern. Ich erkläre das in, ich glaube, nächste oder übernächste Woche relativ ausführlich. Ich will hier drüber weggehen. Die Design-Pattern sind zum Teil, basieren die auf so bestimmten Design-Grundprinzipien. Und zu denen möchte ich heute was sagen und insbesondere zu den Design-Grundprinzipien, die hinter Vererbung oder der richtigen Verwendung von Vererbung stehen. Und eines der Design-Grundprinzipien oder Ziele, die man gerne hätte, ist gute Wartbarkeit von Programmen. Das ist das, was man mit Design-Pattern eigentlich erreichen möchte. Und es gibt tatsächlich so zwei, drei, vier, fünf Kniffe, wie man sein Programm so strukturieren kann, dass es leichter weiter weiß. Und die wollen wir vorführen. Und leicht änderbar, leicht anpassbar. Und an dem Composite-Pattern kann man das relativ gut darstellen. Das ist, um eine Hierarchie zu machen. Ja, ich hatte hier vorne eine leere Folie. Komm, jetzt malen wir mal drauf rum. Einfach nur, um das alte Feeling herzustellen, wo mein Bildschirm sich aufhängt und es nicht mehr weitergeht. Dann ist das so wie früher. Hallo. Ja, ich möchte meinen Stift. Ja, ich möchte ihn in Blau. Eine typische Composite-Struktur, will ich ein bisschen drüber erklären. Was man zum Beispiel macht, sind alle hierarchischen Organisationen sind so. Da kann ich so eine Klasse machen wie Uni. Könnt ihr das sehen? Ja, super cool. Ich könnte es auch an die Tafel malen, aber müsste ich die erwischen. Lass uns mal so, ne? Das ist die Klasse Uni. So, darunter gibt es die Fachbereiche. Darunter gibt es die Fachgebiete. Na, soll uns mal reichen. Na, und so eine Uni, die hat einen Präsidenten. Ein Fachbereich hat einen Dekan. Ein Fachgebiet hat einen Prof. Die Kanten müssen wir noch bestimmen. Das sind eben viele FBs und viele Fachgebiete und so weiter und so weiter. So, ne, so könnte man so eine Hierarchie wunderhübsch bauen, alle Daten, Verwaltungsdatenstrukturen, Organigramm für die Universität aufbauen, ist überhaupt kein Problem, funktioniert. Toll. Und jetzt kommt unser fröhlicher Präsident auf die fröhliche Idee, er sagt, boah, wir haben 16 Fachbereiche, ich muss mich jede Woche mit allen 16 Dekanen rumärgern in so einem komischen Fachbereichsmeeting, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ich will weniger Abteilungen haben, ich will nur vier. Und wir packen jetzt immer vier Fachbereiche in eine Fakultät zusammen. Na, und die nenne ich jetzt mal nur Fakultät. Fuck. Ja, okay. Und jetzt hat die Universität eben Fakultäten und die Fakultäten haben Fachbereiche. Und die Kante hier gibt es nicht mehr. Oh, kleiner Umbau am Datenmodell. Tatsächlich muss jetzt ein Programmierer oder eine Programmiererin ausrücken, diesen Umbau machen. Das findet im Graphical User Interface kompliziert zu umbauten. Da hätte man schon wieder so ein und zwei Tage haben wir zu tun, bis wir das implementiert haben in allen Stellen, wo diese Hierarchie verwendet wird. Na, oder länger.
Der Programmiertag, wenn der Präsident jemanden bittet, an der Verwaltungssoftware zu ändern, müssen die so einen HIS-Consultant, so einen SAP-Consultant einstellen. Da ist allein die Auftragsvergabe schon mal mindestens 4 Wochen ins Land, weil das muss ausgeschrieben werden, klar. Ne? Dann ist es 2 Tage Arbeit, der Tag 5.000 Euro. Boah, ne, so grob, plus noch ein bisschen, dann kommt dann erstmal so ein Consultant, berät einen, der sagt, nein, ihr braucht viel, viel mehr, wir müssen das ganz grundsätzlich ändern. Und ruckzuck hast du 50.000 Euro ausgegeben oder 100 oder 1 Million. Na, überhaupt kein Ding. Ja, puh. So, die Idee von, wir hängen schon. Design Pattern ist jetzt, mach das bitte nicht so. Mach eine Klasse Unit. Das ist irgendwie eine Organisationseinheit. Und dann von mir aus eine Unit hat Subunits. Ne, und hat einen Chief. Und viele Subunits. Und dann lässt du die Klasse Uni von dem hier, von Unit erben. Und die Klasse Fachbereich lässt du auch von Unit erben. Und die Klasse Fachgebiet lässt du auch von Unit erben. Und den Präsidenten und den Dekan und den Prof, den nenne ich jetzt mal Dezent. Du, Mist. Profi. Die drei Dinger, die lässt du von Chief erben. Prinzipiell kann jetzt diese Designstruktur, die wir hier gemacht haben, die gleiche Information repräsentieren wie die Links, die wir zuerst gemalt haben. Die kann sogar viel mehr. Wir können jetzt einen Prof zum Präsidenten machen. Uha. Na? Oder wir könnten einen Dekan zum Leiter eines Fachgebiets machen. Oder wir können den Präsidenten zum Leiter eines Fachgebiets machen. Oder wir können sagen, unter dem Fachgebiet hängt nochmal eine komplette Uni. Ne, weil ein Fachgebiet Units hat und eine Unit hat Subunits. Spricht überhaupt nichts dagegen. Das heißt, wir geben durch diese Strukturierung, die wir hier gemacht haben mit der Unit, ein bisschen Typsicherheit auf. Es ist eben nicht mehr eindeutig festgelegt, wie diese Hierarchieebenen sind und auf welcher Ebene man was hat. Dafür ist Änderung jetzt leichter geworden. Ich kann jetzt eben ruckzuck hingehen und sagen, oh, ich mache hier noch eine Klasse Fakultät und sage, das ist auch eine Unit. Und über wer leitet eine Fakultät, habe ich noch keine Aussage getroffen, da muss ich eventuell gar nichts machen. So, meine Änderung, ich musste jetzt eben nicht mehr hier vorne, musste ich an der Klasse Uni oder die Assoziation zwischen Uni und Fachbereich lösen. Da musste ich also an beiden Klassen rumeditieren, eine neue Klasse bauen und 2 neue Assoziationen machen. Also mindestens 3 Klassen waren beteiligt. In der Struktur sind nur noch 2 Klassen beteiligt. Viel cooler. Nee, gar nicht mal. Nur noch die Fakultät. Ne, ist nur die eine Klasse beteiligt. Noch viel cooler. So, und wenn ich jetzt überhaupt keinen Bock habe auf zu programmieren, dazu auszurücken, lösche ich den Scheiß und mache bei Unit ein Attribut hin von Typ Kind, von Typ String. Jetzt kannst du dir selber neue Units ausdenken. Ne, dann machst du ein Objekt vom Typ Unit und sagst, ich bin eine Universität. Ein anderes Objekt sagt, ich bin ein Fachbereich. Ein anderes Objekt sagt, ich bin ein Fachgebiet. Und dann irgendwann einer von diesen Verwaltungshirnis auf die Idee kommt, Fakultäten einzuführen, dann macht er sich halt eine Unit und schreibt rein, ist eine Fakultät. Sonst, da scheiden die sich überhaupt nicht. Ah, sagt ihr, aber Präsident passt ja nur zur Uni. Ja, dann mach halt irgendeine Laufzeitüberprüfung. Ne? Außerdem sind das Dinge, die sich ständig ändern. Und deswegen macht das überhaupt keinen Sinn. Das heißt, so eine Unit mit Subunits für sich ganz alleine repräsentiert so eine hierarchische Datenstruktur viel schöner und viel flexibler. Und wenn du noch so ein Kind hast, dann können die Benutzer sich neue Typen von Organisationseinheiten ausdenken, die so viel Lust haben, muss keiner für ausrücken. Kann irgendein User in der Mönchebergstraße selber machen. Ist 10-mal cooler. Und das ist die Idee. Baut eure Software so, dass sie scheiß Endanwender mit ihren Änderungswünschen euch nicht auf den Geist gehen, sondern dass sie das gefälligst von alleine hinkriegen. So, jetzt muss ich mal versuchen, ob ich das mit dem
hier irgendwie abgestellt bekomme. Laserpointer. Na, na, mal gut. Escape. Ha, verrückt. Damit sich das nicht gleich wieder aufhängt. So, das waren die grundlegenden Designprinzipien, die wir haben, um Änderbarkeit zu erreichen. Ne? Und eigentlich gibt es so einen Do not repeat yourself. Wer kennt das? Do not repeat yourself. Merlin kennt das noch nicht. das ist im Prinzip so ein Prinzip, dass man jede Funktionalität, die man hat, nur an einer einzigen Stelle einmal implementieren soll. Und wenn man sich dabei erwischt, dass man irgendwo hingeht und 10 Zeilen Code kopiert, um sie woanders nochmal zu benutzen, dann soll man stattdessen eine Methode daraus machen, die man dann von der anderen Stelle aus aufruft. Und das ist so ein ganz elementares Grundprinzip, das in den 80er Jahren eingeführt worden ist. Do not repeat yourself. Mach kein Copy-Paste im Großen und Ganzen, ist die Idee. Ganze notwendige Gecastet nicht ziemlich uncool. Also wenn du nur diese Unit hast mit dem Kind, wird nicht gecastet. Ja, und es gibt auch nur Person und die hat dann irgendwie eine Role als Attribut und fertig. Ja, du musst an so ein paar Stellen so Laufzeitprüfungen machen. Darf der mit dieser Rolle jetzt tatsächlich diese Funktion einnehmen oder nicht oder solche Dinge mehr? Aber tatsächlich kannst du dem Benutzer das aufs Auge drücken. Kannst du sagen, hier gib mal so Consistency-Constraints in irgendeiner komischen Sprache ein und dann kannst du die selber neu konfigurieren und habe ich den ganzen Ärger nicht. Ne? Oder gib das in irgendeiner YAML-Datei irgendwo ein oder konfiguriere das da. Und wenn er dann der Benutzer da Quatsch eingibt, ist er halt selber schuld. Ne? Also du kommst da mit, du brauchst nicht viel Casten, wenn du diese Unit-Struktur machst. Das ist tatsächlich viel einfacher. Wir kriegen eine Übungsaufgabe dazu. Hab Vertrauen. Do not repeat yourself ist eine der grundlegenden Sachen, die man da gemacht hat. Es gibt ein paar Dinge, die sind in der normalen Entwurf, den wir so machen, nicht so ohne weiteres in eine Klasse zu schieben. Und tatsächlich ist ein Teil der Design-Pattern so, dass man sagt, wir strukturieren unsere Programme um, damit man bestimmte Designentscheidungen lokal innerhalb von einer Klasse in einer Vererbungshierarchie machen kann. Und dann kriegt man das eigentlich besser hin. Jetzt habe ich eine Frage. Wer wollte was sagen? Okay. Der Theorie-Teil. Okay. Vererbung ist eines der missverstandenen Konzepte unserer Zeit. Ne? Wir verwenden die eigentlich sehr, sehr gerne für Dinge, wo man sie besser nicht verwenden sollte. In meiner Jugend habe ich an fröhlichen Konferenzen dazu teilgenommen und habe an so Diskussionen teilgenommen. Ich habe die Klasse Rechteck und die Klasse Square, also Quadrat. Rechteck und Quadrat. Wer erbt von wem? Hätte ich gerne mal Aussagen aus dem Publikum. Maximilian, das ist die Vaterklasse Rechteck oder Quadrat? Das ist Definitionssache. Komm mir nicht mit so einer Weichei-Antwort los. Also Ich tatsächlich würde gibt sagen, es Rechteck ist Parent. Das ist meine Meinung. Rechteckesperren. Ja. Also es gibt so verschiedene Ideen, wie man das macht. Man kann sich daran orientieren, dass man sagt, Vererbung beschreibt Mengen von Objekten und eine Vaterklasse ist immer die Obermenge aller ihrer Kinderklassen. Ja, und dann in dem Sinne ist Rechteck die Oberklasse, weil jedes Quadrat ist ein Rechteck und das heißt, die Menge der Rechtecke enthält die Menge der Quadrate. Man kann das aber auch von der Implementierungssicht her beschreiben und sagen, naja, ein Quadrat hat, da reicht es eben eine Längenangabe zu haben, während ich bei einem Rechteck, das ist die Längenangabe vom Quadrat plus die Höhe, sind zwei Angaben.
Ne, das heißt, so implementierungstechnisch hätte ich besser eine Klasse Quadrat mit einem Attribut und das Rechteck fügt ein zweites Attribut hinzu und kann dann eben mehr Informationen repräsentieren. Das ist eine Spezialisierung. Das macht beides irgendwie keinen Sinn. Ne, also man kann in beide Richtungen argumentieren, kann sich wunderhübsch dafür an die Köpfe kriegen, kann da fröhliche Trinkspiele mit veranstalten, aber man kommt aber nicht wirklich zu einer Lösung. Was ich aus dieser Zeit meines Lebens gelernt habe, ist, versuch nicht mit objektorientierter Vererbung, dem Implementierungskonzept, irgendein Klassifikationsschema aus der realen Welt nachzuvollziehen. Versuch nicht mit Vererbung irgendwelche Dinge aus der realen Welt nachzumodellieren. Das geht jedes Mal furchtbar in die Hose. Na, also versuch nicht mit Vererbung irgendwie so eine Artenhierarchie aus der Biologie nachzubilden. So jeder Elefant ist ein Säugetier oder irgendwie so ein Scheiß. Na, mach das nicht. Da kommt ihr nur in Teufelsküche, das funktioniert auch nicht, die Bohne. Dafür ist Vererbung stumpf nicht da. Das will man nicht. Vererbung ist ein Implementierungsmechanismus, den man braucht, um Design-Pattern zu implementieren und für nichts anderes. Nicht um zu modellieren. Für Modellierung braucht man andere Konzepte. Und prinzipiell am Ende dieser Vorlesung, wenn ihr da irgendwann mal hinschreibt, Extends oder Inherits in irgendeinem Java-Programm und ich sehe euch dabei, dann frage ich euch, warum schreibst du das jetzt hin? Und dann sagt ihr mir, weil ich das Design-Pattern XY anwende. Das ist eine gute Antwort. Alle anderen Antworten sind falsch. Na, also, wenn ihr Vererbung in eurer Software verwendet, dann, weil irgendein Design-Pattern, das ihr tatsächlich eigentlich verwenden wollt, euch darum bittet. Und es gibt keinen anderen Grund, Vererbung zu verwenden. Ja, andere Metaebenen. Das stimmt einfach nicht. Das ist Quatsch. Vergiss es. Nein. Also, vielleicht nochmal ein anderer Rule of Thumb. Wenn du von irgendetwas erbst, dann deswegen, weil du irgendeine geerbte Methode überschreiben möchtest. Und ich sehe das nicht, dass Ferrari das tut. Ne, dass der irgendwas kann, was eine Methode hat, die anders implementiert ist als bei jedem anderen Auto. Fällt mir stumpf keiner ein. Ne? Aber wir können das nochmal weiter diskutieren. Den Ferrari behalte ich im Hinterkopf. So, Vererbung. Als die Vererbung in den 80er, 90er Jahren in die Programmiersprachen Einzug hielt, Smalltalk war mit einer der ersten Sprachen, die das gemacht hat. Davor gab es schon Simulink, die hatten auch schon so ähnliche Konzepte. Das haben mir meine alten Lehrer immer gesagt, habe ich nicht richtig verstanden. Ich kenne die Sprache nicht. So die ersten, die es wirklich gemacht haben, waren Smalltalk. Dann kam lange nichts. In die imperativen Programmiersprachen war, glaube ich, dann tatsächlich schon Modular 2. C++ kam eigentlich relativ spät mit dem Konzept. Ich glaube, es war Modular 2. Kann ich gar nicht mehr genau sagen. ADA hatte das relativ früh. Lauter komische alte Sprachen. So, Compilerbau schlägt jetzt hier zu. Compilerbau wurde früher von Mathematikern gemacht. Das ist eine Teildisziplin der theoretischen Informatik. Und die Theoretiker haben komische Vorstellungen davon, was so ein Compiler irgendwie erfüllen muss. Und die haben sich im Prinzip das Substitutionsprinzip überlegt. Und was im Wesentlichen sagt, die Kinder müssen halten, was die Eltern versprechen. Und im Großen und Ganzen sagt das, wenn ich ein Objekt vom Typ, wenn ich eine Variable habe, vom Typ Employee, Angestellter. Und ich habe Objekte vom Typ Manager. Dann kann ich so ein Manager-Objekt, weil es von Employee erbt, jederzeit in eine Variable vom Typ Employee reintun und wie ein Employee verwenden. Also ein Manager, eine Kindklasse, muss alles das können, was ein Employee kann. Das ist das Substitutionsprinzip der Vererbung, ein Grundprinzip, wie die Programmiersprachen gebaut worden sind. Das heißt, immer wenn ich irgendwo mit dem Elterntyp umgehe, ist es mir völlig egal, ob da jetzt
eine direkte Instanz von Employee drin ist oder eine Instanz von irgendeiner Subklasse. Das, was Employee an Signatur hat, also diese Work-Methode, können die alle. Na, das ist Substitutionsprinzip von Vererbung. So funktioniert das im Wesentlichen. Ja, das heißt, jeder Employee hat eine Work-Methode. Damit fängt es jetzt erstmal an. Na, und ich, okay, guck mal hier, der Manager hat auch eine Work-Methode. Der kann die überschreiben und sagen, ich mache meine Arbeit als andere, anders als andere. Aber er kann da jetzt nicht ohne weiteres sagen, ich will, Arbeit kannst du mir nicht geben, ich bin nur ein Manager. Na, der muss Work anbieten, weil er von Employee erbt. Und es könnte sein, dass ich irgendwo eine Variable E1 habe, wo der aus Versehen als Manager reingeraten ist und da rufe ich eben die Methode Work drauf auf und der Compiler sagt, ja, alles klar, muss gehen. Ne? Und dann kann jetzt eben der Manager nicht sagen, nee, mache ich nicht. Wichtiger Punkt hier an dieser Stelle. So, in dem Zusammenhang gibt es jetzt so ein paar Dinge, die dieses Substitutionsprinzip automatisch mitbewirkt. Und das ist, naja, guck mal, der Work hat hier als Parameter diesen Task. Na, ich sage dem Employee, arbeite doch mal bitte so einen Task ab. Da kann jetzt der Manager sagen, hey, ich bin ein Manager, meine Tasks sind immer Projekte. Ich habe nicht irgendwie einfache To-Do-Items, ich manage ganze Projekte. Das heißt, ich möchte hier an dieser Stelle lieber nur Projekt stehen haben und nicht Task. Das heißt, ich gehe jetzt mal hin und versuche nochmal dieses Wagnis mit meinem Stift und sage, hey, ich möchte hier gerne P vom Typ Project stehen haben. So, und weil das ja der Theorieteil der Vorlesung ist, diese Art von Redefinition des Parametertyps nennt man kovariante Redefinition. Der Subtyp verlangt speziellere Parameter. Kovariante Redefinition von Parametertypen. Und das fand die Softwaretechnik eine gute Idee. Ist zu den Compilerbauern gegangen, die Compilerbauer haben gesagt, das geht nicht. Das verletzt das Substitutionsprinzip. Dafür habe ich ein Beispiel, hoffe ich. Na? Vielleicht wäre ich besser nochmal hier zurückgegangen. Mach erst ein Escape. Nee, beibehalten. Ah. Nicht da raus. Bäh. Das wollte ich gar nicht. Shift F5. Hier sind wir wieder. Jetzt nochmal versuchen, ob ich hier den Stift angeschmissen kriege. Jap. Der ist rot, das ist doof. So, hier möchte ich Project stehen haben. Na? Und jetzt nehme ich eben meine Variable E hier und sage, oh, da nehme ich mal diesen Manager rein. Das heißt, irgendwo hier oben steht E wird zu New Manager. Na? Und dann rufe ich auf dem Work auf. So, und dieses T, da nehme ich mal so einen normalen Task. Na, also irgendwo hier habe ich Variable T wird zu New Task. So, der Compiler sagt, der Compile-Zeit-Typ von diesem E hier ist Employee. Der hat eine Work-Methode. Da steht, oh, der Parametertyp muss ein Task sein, mindestens. Oder was Spezielleres. Der Compiler sagt, für mich ist diese Zeile hier 1a okay. Na? Intern wird, wenn ich diesen Aufruf aufrufe, diese Work-Methode hier gerufen, die Implementierung, die der Manager hat. Und diese Implementierung vom Manager, Manager Doppelpunkt Doppelpunkt Work, die verlangt hier an ein Projekt. Na, und das Projekt hat jetzt tatsächlich unter Umständen irgendwie noch eine spezielle Eigenschaft, wie ein Budget. Und der sagt jetzt hier p.budget. So, der Laufzeitparameter war dieser Task T, der hat von einem Budget noch nie was von gehört. Haben wir denn überhaupt ein Projekt hier? Ja. Ne? 1 Million Dollar oder sowas ähnliches soll hier stehen. Das heißt, dieser Zugriff jetzt hier auf ein Attribut
ist compile-zeittechnisch mehr oder weniger okay, weil hier steht ja, ich kriege als Parameter ein Projekt, das hat ein Budget, aber tatsächlich habe ich nur einen Task gekriegt und das ging schief. Jede Zeile für sich, diese hier und diese hier sehen cool aus, aber weil in dem T nicht das Richtige drin steht, fliegt mir das Ganze um die Ohren. Die Compilerbauer haben gesagt, guckt euch das hier an. Der Compiler hat zur Compile-Time, also in dem Moment, wo der den Quelltext sieht, keine Chance sicherzustellen, dass in der Variable T zu dem Aufrufzeitpunkt ein Project drin steckt. Das heißt, es kann nie garantieren, dass ich hier wirklich auf so ein Projekt übergebe. Und deswegen kann es zur Laufzeit ein Problem geben, dass ich das falsch aufrufe. Und die Idee war eben, dass die Compile-Zeit garantiert, wenn die Compiler keinen Fehler liefern, dass mir solche Laufzeitfehler nicht mehr passieren sollen. Und das Substitutionsprinzip sagt jetzt einfach nur, kovariante Redefinition von Parametertypen ist verboten. Weil kann ich zur Compile-Zeit nicht sicherstellen, dass das passiert. Aus diesem schönen Beispiel heraus. Ach, schade eigentlich, ne? Naja, gut, kann ich nicht machen. Aber hey, ich bin doch ein Manager, ne? Und wenn ich worke, dann kommt ja nicht irgendwie einfach nur ein Produkt raus. Wenn ich arbeite, kommt eine Presentation raus. Na? Jetzt haben wir eine kovariante Redefinition des Rückgabetyps gemacht. Da kann man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenken und sagen, okay, wenn hier in dem Employee nur hier der hier drin steckt, in der Variable E, ja, dann kriege ich halt in der Variable Product einen Product zurück. Hier dieses hier zum Beispiel. Wenn in E aber tatsächlich ein Manager drin steckt, dann wird hier diese Methode hier gerufen. Die liefert mir eine Presentation zurück. Dann kriege ich hier eine Presentation zurück. Das heißt, hier fließt tatsächlich eine Presentation. Prod ist eine Variable, die vom Typ Product ist. Hoffentlich mal. Na gut, kann kein Mensch lesen. Da kann ich eine Presentation reintun. Wir sind safe. Na, wenn er will, kann er was Spezielleres zurückgeben. Spricht überhaupt nichts dagegen, weil das Substitutionsprinzip mir erlaubt, überall da, wo ich ein Produkt erwarte, kann ich auch eine Presentation hin tun. Zumindest sagt unsere Vererbungshierarchie das. Und dann ist das Substitutionsprinzip erhalten, das können wir machen. Kein Ding. So, schwieriger ist es, wenn wir die Vererbung hier mal umdrehen. Und jetzt ziehen wir das so. Dann hätten wir, Präsentation ist eben irgendwie kein vollwertiges Produkt. Ne? Also jedes Produkt hat auch, ist irgendwie eine Präsentation. Ah, kommt mir nicht mit Modellierung von realer Welt. Jetzt haben wir es eben so gebaut, dass die Work-Methode liefert, vom Employee liefert garantiert ein Produkt zurück. Und der Manager sagt, ich kann nur Presentations, ein richtiges Produkt bauen, das geht nicht, da brauche ich Helfer für. Kann ich nicht. Deswegen möchte der gerne sagen, nee, von mir kriegst du nur eine Präsentation, die, wenn man die Vererbung so rumzieht, eben weniger ist als ein Produkt. Das ist verwirrend. Ach Mist, nächstes Jahr mache ich das besser. Und dementsprechend würde jetzt hier eine Variable von Typ Product, wenn da nur der Manager drin steckt, eben eine Presentation, ein Superklassenobjekt zurückbekommen und dann wäre hier ein Widerspruch. Dann wird mir das zur Laufzeit um die Ohren fliegen. Deswegen ist kovariante Redefinition von Rückgabeparametern okay, so wie wir, aber wenn ich die Vererbung hier umdrehe, dann habe ich für den Subtyp verlange ich einen Oberklassentyp, einen Vaterklassentyp. Das nennt man kontravariante Redefinition von Parametertypen und das ist verboten, weil das Substitutionsprinzip an der Stelle hier bei der Rückgabe verletzt werden könnte. Ich kann nicht einfach weniger zurückgeben, als mein Vater versprochen hat oder meine Eltern oder meine Mutter. Und dementsprechend ist das mördermäßig verboten. Ich mache nochmal so ein Escape.
abbrechen, Escape, Escape, beibehalten, Mist. Ich war wieder, um den Stift loszuwerden. Stift F5. So. Damit sind wir da durch. Wegen der Substantivierbarkeit, damit zur Compile-Zeit statische Typsicherheit hergestellt werden kann, ist prinzipiell es nicht erlaubt, die Input-Parameter kovariant zu redefinieren und die Rückgabeparameter darf man nicht kontravariant redefinieren. Andersrum wäre okay. Aber andersrum hatte keiner Bock drauf. Mehr wollte keiner haben, weil es einfach nicht das ist, was man gerne möchte. Und dementsprechend ist es so, dass typischerweise in den objektorientierten Sprachen, die wir haben, wenn man irgendeine Methode erbt, darf man weder an dem Rückgabetyp noch an den Parametertypen irgendwie rumfummeln. Du musst die genauso wiederholen. Das hat die Softwaretechnik total scheiße gefunden. Deswegen hat der Bertrand Meyer, als er ADA gebaut wird, gesagt, ich kriege das hin. Und ist damit grandios gescheitert. Der Compiler hatte das auch irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Die haben da mördermäßige Laufzeitprüfungen, alles mögliche Techniken vom Feinsten angewendet, um das doch erlauben zu können. Und am Schluss sind sie an der Komplexität der Aufgabe gescheitert, deswegen ADA dann sich nicht weiter durchgesetzt hat. Die haben das einfach nicht hingekriegt, ihrem Compiler das wirklich beizubringen, diesen ganzen Schritt. So, das war der Teil. Ha, dann sind wir jetzt auch tatsächlich schon relativ weit. Es gibt neben Vererbung einen weiteren elementaren Baustein, aus dem sich Design-Pattern speisen. Und das, der zweite wichtige Mechanismus, den wir hier kennenlernen wollen, ist Delegation. Das Beispiel habe ich echt mal umgebaut. Das war bis sonst immer ein Haus, das hat einen Alarm aufgelöst. Jetzt haben wir eine Maschine, die einen Alarm auslöst. Das ist viel cooler. Na, ich habe also irgendeinen Motor, dem habe ich irgendwann mal ran aufgerufen. Und dann gibt es innen drin irgendwelche Sensoren und die sagen, wow, es ist viel zu heiß, die Wassertemperatur, Öldruck ist zu gering, irgend so ein Scheiß und löst einen Alarm aus. Und dann kommt es eben darauf an, wie ich mir diesen Alarm anzeigen lassen möchte. Ich möchte den vielleicht auf meinem Dashboard sehen. Dashboard ist da vorne in meinem Cockpit in der Anzeige irgendwo. Ich möchte vielleicht einen Sound haben in meinem Radio. Ich möchte vielleicht eine SMS kriegen von meinem Tesla-Auto, dass ich da ein Problem habe, damit ich anhalten kann. Ne? Der Tesla fährt autonom und ich bin gerade hinten und mache was zu essen oder sowas. Ne? Oder trinke Bier oder gucke einen Film. Damit ich irgendwie nach vorne komme, wieder zum Steuern, brauche ich einen SMS-Alarm. Okay. Und die Idee, die bei Delegation hat, ist, dass ich in dieser Klasse Engine könnte ich jetzt so eine If-Then-Else-Kette machen. If ich möchte gerne einen Dashboard-Alarm haben oder ich habe ein Dashboard, mache einen Dashboard-Alarm. If ich habe einen Sound, mache einen Sound-Alarm. If ich habe SMS, mache einen SMS-Alarm. Na? Und dann wäre das eben hier in dieser Alarmfunktion abgearbeitet und alles wäre gut. Die Idee ist, wenn sich jetzt irgendein Depp noch aushängt, außerdem hätte ich jetzt gerne noch einen Mail-Alarm. Und später noch, außerdem hätte ich gerne noch einen Logbuch-Eintrag oder einen Logstash irgendwie Message oder irgend so einen Scheiß oder einen MQTT-Alarm oder you name it. Dann muss ich immer an dieser Alarmfunktion rumeiern. Ne? Und das ist irgendwie blöd. Und dann hat man gesagt, komm, wir machen das anders. Wir geben der Engine ein Alarm-Device. Ne? Und das könnte jetzt zum Beispiel folgende Kante sein. Ich mache jetzt hier mal nur AD und es ist mir leider gerade in Rot gerutscht. So konfiguriere ich das jetzt. Und wenn ich jetzt diese SysAlarm ausführe, dann wird im Wesentlichen auf dem Objekt hier die Alarmmethode aufgerufen. Der macht ein Forward entlang dieser Kante, der sagt einfach alarm-device.alarm. Wunderschön. Und das heißt, das Dashboard geht an. Ja, in meinem Cockpit fängt irgendeine Lampe rot an zu blinken. Hurra! Und jetzt ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ich gehe nach hinten in meine Kaffeeküche, der Tesla fährt alleine.
dann konfiguriere ich das einfach um. Dann sage ich, nö, ich ersetze diese Kante und ziehe sie hier zum SMS hin. Und wenn ich jetzt wieder diesen Statement raise, dann kommt halt der Alarm hier lang und das SMS-Ding macht den Alarm und schickt mir eine SMS-Nachricht. Und wenn ich dann irgendwann sage, so, ich mache jetzt mal meine Äuglein zu, ich sehe die SMS nicht mehr und schlafe mal eine Runde in meinem Tesla, dann ziehe ich das einfach hier auf Sound. Oder die Webcam in meinem, die Dashboard-Cam in meinem Tesla erkennen, dass ich am Schlafen bin. Ha, dass ich die Augen zu habe. Und sagt dann, okay, irgendwie eine rote Lampe macht keinen Sinn, wir machen besser einen Sound. Das ist ja mal cool. Dann konfiguriert man das hier einfach um und fertig. So, und die Idee ist, ich kann zur Laufzeit dieses Alarm-Device umkonfigurieren, über irgendein User-Interface oder über irgendeinen Mechanismus irgendeiner Art und kann anderes Programmverhalten erzeugen, ohne dass ich an dem Programm selber irgendwas ändern muss. Ich brauche ja nicht einen Programmierer rufen, der mein Programm umbaut, weil ich jetzt mal gerade die Äuglein zumachen möchte und einen Soundalarm haben möchte. Sondern das kann ein Bediener des Programms oder sogar das Programm selber einfach zur Laufzeit umkonfigurieren, ohne dass neue Software entwickelt werden muss. Und das ist der entscheidende Punkt bei so einem Delegationsmechanismus. Delegation funktioniert typischerweise zusammen mit Vererbung. Ne? Also wir haben ja hier drei Vererbungskanten. Ne? Und hier ist Vererbung richtig benutzt, weil wir überschreiten die geerbte Methode. Das ist immer schon ein guter Hinweis. Ne? Wir erben, um irgendwie Verhalten zu ändern oder zu überschreiben und anders auszuführen. Und weil wir das jetzt aber nur für diese Alarmmethode machen wollen und nicht für die Run-Methode, haben wir genau diese Funktionalität von dem Alarm ausgelagert in ein Nachbarobjekt, das wir dann tauschen können zur Laufzeit. Und das ist ein Mechanismus. Ich mache es nicht selber, sondern ich delegiere das an ein Hilfsobjekt. Der nennt sich Delegation und ist eine der Grundsäulen von Design-Pattern. Tatsächlich sind fast alle Design-Pattern, die es gibt, eine Kombination von irgendeinem Delegations- und irgendeinem Vererbungsmechanismus. Da werden wir verschiedene von kennenlernen im Laufe der Vorlesung. So, und weil das so elementar wichtig ist, gibt es dazu die erste Hausaufgabe. Und ich habe jetzt hier einen Delivery Service, den haben wir letztes Jahr schon gestellt, hätten wir besser auch mal umbenannt, aber ist jetzt zu spät. Mist. Wer das vom letzten Jahr abschreibt, der kriegt weniger Punkte. Adrian merkt das. Ne? Adrian war letztes Mal dabei. Wer weiß das noch? Genau. Und im Wesentlichen ist das hier die gleiche Idee. Ne? Ich habe so einen Lieferando-Service, wo ich mir Essen bestellen kann. Und es gibt verschiedene Subcontractor, wahlweise Pizzashop, eine Burgerbude oder einen Dönerladen. Ne? Und was ich jetzt mache, ich bestelle hier M4 und ich hätte das gerne in die Willi-Allee 73 geliefert bekommen. Und dann hängt es von der Tagesform ab. Ne? Also montags hängt an dem Fast-Food-Service immer der Pizzashop. Das heißt, montags würde ich bei die Pizza M4 kriegen. Dienstags hängt immer die Burgerbude dran. Da würde ich eben so einen Cheeseburger kriegen. Und den Rest der Woche kriege ich immer einen Döner. Ne? Egal, was für ein Ding ich bestellt habe. Ne? Weil die nur ein Produkt haben. Fertig. Ne? Und ja, das ist nicht genau das, was man bei Lieferando möchte. Da möchte man sich den Shop noch aussuchen können. Aber vielleicht ist das tatsächlich eine Sache, die man dann hinkriegt. So, und warum steht hier MySub? Das ist total falsch. Ne? Eigentlich ist das ja der Service selber, Delivery Service. Der macht so einen Deliver und der guckt dann halt Subcontractor. .deliver und reicht das einfach weiter. So, die sind Kleinigkeiten. Ne? Also wir lernen ja jetzt gerade Design-Pattern und das Ding kennen. Internationale Konvention, die Methode und die Methode heißen genau gleich und haben genau die gleichen Parameter. Ne? Das ist muss nicht, man könnte die auch unterschiedlich nennen, da wird nicht viel passieren, aber damit Leser dieses Dings leichter erkennen, dass hier eine Delegation stattgefunden hat, benennt man die immer gleich. Wer das nicht tut, kriegt keine Punkte. Fertig.
Ne? Also das ist einer der wesentlichen Dinge. Auch die Parameter nennt man immer genau gleich, einfach um die Zuordnung gut hinzukriegen. Ne? Wie ihr dieses Ding nennt, ist mir mal relativ egal. Da kann ich irgendwie mitleben. Okay. So, was ich möchte ist, diese Methode muss genauso implementiert werden, wie es hier steht. Liefere das irgendwie an jemanden aus. Diese Methode hier soll im Kern ein System out machen und dann solche Dinge schreiben wie Pizza plus dann irgendwie Food Number delivered to und dann irgendwie Address. Da muss noch ein Plus zwischen. So. Na? Also da sagt er einfach nur, die Pizzaladen hat gerade einen M4 ausgeliefert. Na? Und dieser hier liefert eben, schreibt es out Burger und dann den gleichen Scheiß. Und der hier, die Methode liefert Döner ausgeliefert, bla bla bla. Kann sich das jeder vorstellen? Wir hatten ein Problem. Okay. So, und die Idee ist jetzt, dass wir einen JUnit-Test schreiben, wo wir sagen, hey, es ist Montag, ich habe einen Delivery-Service mit einem Pizzashop dran und ich bestelle mir das Menü M4 in die Willi-Allee. Ne? Und von mir aus Food Number könnt ihr euch irgendein Typ hier ausdenken, String oder sowas, ist vielleicht am einfachsten. Und dann möchte ich die Ausgabe irgendwie an meinem Bildschirm sehen. So, und danach, immer noch in dem gleichen JUnit-Test, wechsle ich den Tag. Das heißt, was ich jetzt tatsächlich mache, ist, ich ersetze den Pizzashop durch eine Burgerbude und rufe wieder Deliver auf. Und danach ersetze ich den, immer noch der gleiche JUnit-Test, ersetze ich die Burgerbude durch einen Dönerladen und rufe wieder Deliver auf. Das heißt, ich habe nachher einen Test, wo drin steht, mache mir einen Service, mache mir einen Pizzashop, hänge die beiden zusammen, ruf Deliver auf. Mache mir eine Burgerbude, hänge die an den Fastfood-Service, ruf Deliver auf. Ne, 8 Zeilen Code ungefähr. Und dann kriege ich auf Standard Out, hey, Pizza geliefert, Burger geliefert, Döner geliefert. Dann. Das ist der ganze Trick. Na? Das Ganze ist mehr so, wir üben mal mit diesem Google Classroom umzugehen und so ein ganzer Kram. Okay. Das steht hier mehr oder weniger, hoffe ich, in diesen Folien. Jeweils unterschiedliche System-Out-Aufgaben, schreibt ein Testprogramm, das Fast-Food-Service erzeugt und nacheinander verschiedene Caterer-Objekte dran baut und jeweils die Delivery aufruft. Das Ganze dann in GitHub Classroom einchecken und da kommt ihr hin mit diesem Link. Warum komme ich denn da eigentlich nicht hin? Ich will da mal hin. Wie sieht dieser Classroom aus? Classroom. In Gig einchecken. Da. Wer, das ist da unten drunter, ich sehe das nicht. Ha, da. So, Ctrl-C. Classroom. Bin ich mal gespannt, wo mich das hinschlägt. Accept the Assignment. Das Assignment heißt Delegation. Wenn ich das jetzt hier akzeptiere, dann legt er für mich so ein GitHub-Repository an, gibt mir das Ding, das klone ich bei mir lokal auf den Rechner, dann hacke ich das Ganze runter, dann mache ich einen Push, einen ersten Commit, dann einen Push und dann kann Adrian die Hausaufgabe kontrollieren. Alles klar? Jeder mal einen Daumen hoch. Da ist noch ein Daumen. Alles innerhalb von... In der Patrick-Reihe schlafen alle? Ha! Die Patrick-Reihe schläft trotzdem. Hey! Sehr cool. Okay. Das ist der Plan. Ah, genau. Und jetzt kommt dieser unglaubliche Punkt. Ihr checkt das in Git ein, macht von mir aus schon mal so einen Push. Und dann erweitert ihr eure Lösung um einen Asia-Laden, um einen vierten Laden.
Na? Und das sollte jetzt im Wesentlichen bedeuten, ihr müsst eine neue Klasse bauen, die von irgendwie Subcontractor erbt, die diese Deliver-Methode hat. Und ihr müsst euren Test erweitern um, hey, ich baue mir diesen neuen, den Asia-Laden, ich hänge ihn da dran, ich rufe nochmal ein viertes Mal Deliver auf. Na, und wenn ihr das so hinkriegt, dann habt ihr ziemlich alles richtig gemacht. Und ihr sollt dann noch zählen, die Anzahl der neuen Zeilen, die das jetzt gekostet hat. Ne? Und zwar ohne die Testzeilen. Also nur das, was ihr jetzt wirklich ändern musstet. Und spannend ist aber eigentlich auch, an wie viele Dateien musste ich ändern. Ne? Und zwar ohne die Tests. Also wirklich von dem, was nachher an fertige Funktionalität ausgeliefert wird. Das sind immer die spannenden Fragen bei so einem Design-Pattern. Wie gut kann ich eine Änderung, die gemacht werden muss, lokalisieren, auf was Lokales einschränken. Okay. Abgabe bis heute, diese Woche 12 Uhr. Heute 12 Uhr wäre ein bisschen tough. Diese Woche 12 Uhr am Freitag. Arjen und ich gucken uns das dann übers Wochenende an. Und nächste Woche Dienstag habt ihr schon das Feedback. Ne, Adrian? Adrian sagt, super. hat man nicht gesagt, dass Max da auch dran machen muss, mitmachen muss? Hast du die Vorlesung schon gehört, Max? Ich verbitte mir solche Fragen, also bitte. Ja. Natürlich. Ah, cool. Adrian und Max machen das. Super. Eine Frage. Ja, das ist, wenn ihr in dem... die Frage war, wie läuft das mit der Zuordnung zu den Repos? Richtig, du Feigling. Wenn ihr hier dieses Accept This Assignment macht... Ja, ich habe einfach nur dieses Accept This Assignment gemacht. Also der Link, den wir gerade hatten, habe ich draufgeklickt. Dann kriegt ihr hier so ein Ding und da steht hinten euer Name drin. Und zwar, eigentlich steht da euer GitHub-Account drin. Na, und für den kriegt ihr nachher Punkte. Stimmt, irgendwann brauchen wir mal eure Matrikelnummern zu diesem Account. Schreibt die doch da mal irgendwo mit rein in eure Lösung. Ne, in diese erste Klasse irgendwo in so einem Kommentar oder so. Damit wir die da finden. Euren Klarnamen und eure Matrikelnummer. Das schreibe ich noch mit auf, damit wir das auch tatsächlich schriftlich haben. Halt, das habe ich doch bestimmt irgendwo vorne, oder? Wäh. Doch, da bin ich rausgegangen. Ja. Stimmt. Gebt als Foodnummer eure Matrikelnummer an und als Adress euren Klarnamen. Okay? Ganz genau. Dienstag ist Vorlesung, Freitag ist die dazugehörige Aufgabe fertig. Bis nächsten Dienstag haben wir euch die Punkte gegeben und können die dann diskutieren. Natürlich immer im Video. Wofür mache ich denn ein Video? Ja, nur im Video. Um diese Klassendiagrammteile zu machen, könnt ihr einfach IntelliJ für diese einfachen Sachen verwenden. Für so Assoziationen, eventuell kann man sich dafür FoolLab runterladen, wie man Bock hat. Ne? Also da bin ich relativ tiefenentspannt. Tatsächlich machen wir mit diesen Assoziationssachen nicht so viel. Es ist ein paar Stellen spannend, wenn man die bidirektional hat. Da sind ein paar Sachen leichter. Für den Delegationsmechanismus brauchen wir uns aber eigentlich nicht. Und dann reicht es, wenn man das einfach so von Hand in IntelliJ macht. Da bin ich mal entspannt. Okay. Yeah. Nochmal ganz wichtig, lauffähige Tests. Ne? Wenn ihr da komische Dinge in euren Classpaths einbindet und also ich checke mir das nachher aus, öffne das Projekt in IntelliJ und wenn dann nicht direkt irgendwie der grüne Balken mich anspringt, seid ihr schuld. Ne? Und ich bin ein relativ alter Mann, ich komme mit dieser Technik nicht gut klar. Das war schon mal, ne? Also und ihr seid schuld. So, macht das bitte so, dass das für Idioten, Laien und Professoren funktioniert. Cool. Ja, dann war's das für heute.
Danke ich für die Aufmerksamkeit. Hausaufgabe zum nächsten Mal zusätzlich, jeder besorgt sich irgendwie ein Video. Ne? Und wenn er euch mit dem Smartphone einwählt, das ist irgendwie so blöd, wenn man nur so ein paar Leute sieht. Dann kann ich euch auch gar nicht richtig anflaumen, wenn ihr in der Nase bohrt oder so. Und ich kriege eben einfach nicht so viel Feedback. Ne? Von da aus. Genau, nächste Woche, der Zoom-Link ist der gleiche wie heute. Ne? Da kommt er wieder genauso rein wie heute auch. Alles klar. Dann viel Spaß mit der Hausaufgabe und wir sehen uns nächste Woche. Oh, jetzt kann ich nochmal so im Groß winken. Alles klar. Tschüss. Jetzt muss ich versuchen, ob ich hier Meeting, du kannst das Meeting schließen, ne?